Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Final Fantasy VII Rebirth. Ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Ich will deshalb gar nicht lange quatschen und gleich weiter. Alle hier haben eine Prüfung, außer Cloud. Red und Tifa haben wir schon gesehen. Cool bleiben, Yuffie. Ist so ein bisschen die Angst von den jeweiligen Charakter. Da. Muss ich denn hoch oder was? Wir fallen auf. Zieh die Krallen lieber wieder ein. Wo sind die hin? Lass uns dieses Mal etwas vorsichtiger sein, Chefin. Wir sollten unnötige Kämpfe vermeiden. Du bist einfach zu ungeduldig, Chefin. Irgendwann rächt sich das. Oh weia. Haben wir von denen schon gehört, von diesen Sonon oder wie der heißt? Kämpfe weiter. Für uns. Ich schaffe das. Oh oh. Chefin! Sonon? Wenn du ihn dir nicht holen kommst, dann muss ich ihn eben für mich behalten. Puh. Bei Barrett ist vielleicht das mit seiner Tochter oder mit seiner Frau. Was ist denn das bitte für ein Film? Okay, ich glaube, er durchlebt nochmal die Situation, wo die Hand abgeschossen wird. Oh Gott, ist der schnell. Ich bin zu Hause. Nun ja, oh, Barry. Fast. Wieder zurück? Schönen Feierabend, Barrett. Alles okay beim Reaktor? Es ist wirklich ein Segen, dass wir nun den Reaktor haben. Ab nach Hause mit dir und in die Wanne. Mina freut sich schon auf dich. Das ist sie. Willkommen zurück. Siehst aus, als würdest du Gespenster sehen. Hm? Mina!
Wow. Was ist denn in dich gefahren? Du bist sicher erschöpft. Komm rein. Oh. Mina. 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 Okay, die leiden hier nochmal richtig. Vielleicht ist die Prüfung, dass alle damit Frieden finden. Mit all dem, was ihnen so schicksalhaft passiert ist oder schicksalsmäßig passiert ist. Mina, wo bist du? Oh shit. Da liegt sie. Scheiße. Verdammt. Komm, Barrett. Was könnte es bei Aerith sein? Entweder ist es Zack oder vielleicht ihre Mutter. Die hat sich für sie geopfert. Ich tippe auf die Mutter. Nächster Halt, Slums von Sektor 4. Vorsicht an den Türen. Da ist sie. Es wird alles wieder gut. Mama. Aerith, hast du Lust auf einen kleinen Ausflug? Wohin denn? Luft, damit wir mal richtig tief durchatmen können. Oh, das ist doch wieder so emotional. Mama, brauchst du dann diese ganzen Spritzen nicht mehr? Alles okay, Mama? Tut mir leid. Schade um den Ausflug.
Warte hier. Ich hole einen Arzt. Ha? Hallo? Viel Glück. Das trifft mich ein bisschen emotional, muss ich gestehen. Wow. Meine Mutter ist krank. Können Sie mir helfen? Meine Mutter ist krank. Ihr Penner. Alter. Gibt es hier irgendwo einen Arzt? Tut mir leid, keine Ahnung. Meine Mutter ist krank. Bitte, ich brauche Hilfe. Können Sie mir helfen? Alter, ihr Pisser, das ist ein kleines Mädchen, warum hilft dir keiner? Nach Hause mit dir, du Göre. Alles okay? Geht es gut? Gibt es hier vielleicht einen Arzt? Ich wohne leider etwas abseits. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Ach so. Aha. Um was geht's denn genau? Ist nicht so wichtig. Danke. Ich gehe zurück. Mama wartet. Wie du meinst. Das ist zu viel für mich. Hey, das macht mich fertig, muss ich gestehen. Das ist zu viel für mich. Für sowas bin ich nicht zu haben. Einen Ausflug machen.
kann ich Ihnen helfen? Meine Tochter, bringen Sie Aris in Sicherheit. Wir müssen hier weg. Mama! Mir gefällt das nicht. Mama! Ist das Hojo? Hab sie! Hier drüben! Doch nicht. Das hat mich komplett fertig gemacht. Alle sind gebrochen. Wisst ihr, der Tod ist bloß ein Teil des Lebens. Unsere Körper verschwinden vielleicht. Aber das gilt nicht für unsere Seelen. Sie kehren zum Planeten zurück, in den Lebensstrom und werden irgendwann zu neuem Leben. Soll uns das aufmuntern? Die Seele überdauert den Tod. Aber selbst wenn man das weiß, der Abschied fällt schwer. Deshalb, tu nicht so, als wäre es nichts. Das wird der Sache nicht gerecht. Wir alle haben so viel Schmerz und so viel Leid erfahren. Und all das lässt sich leider nicht mehr rückgängig machen, so sehr wir auch wollen. Aber für unsere Zukunft gilt das nicht. Trauer und Wut können uns große Kraft verleihen. Doch sie verändern uns leider auch. Wahre Stärke ist etwas anderes. Sie ist die Kraft zu vergeben, nach vorn zu schauen, hoffnungsfroh. Sie kommt von innen, wenn wir nicht nach hinten, sondern nach vorn blicken. Und nur dann können wir stärker als Sephiroth werden. Viel stärker. Bist du fertig? Die Zeit drängt. Los. Boah, eiskalter Typ. Hast ja recht.
Hat er jetzt aber wirklich Red 13 da stehen? Ja, ne? Heißt er jetzt hier auch so? Red 13. Krasse Scheiße. Puh. Was bitte war das für ein Psycho-Scheiß? Das hat mich total aus der Bahn geworfen. Das mit Aris, mit ihrer Mutter, das ist... Das war Folter. Sind das hier alles Zetra oder was? Was ist? Es ist nichts. Wie viel Spaß du hattest, Cloud. Gab es ein schönes Feuerwerk. Clouds Prüfung. So viel Leid an jenem Tag. Und alles nur deinetwegen. Meeks? Ist das, was du fühlst, überhaupt echt? Hör auf, dir was vorzumachen, Cloud. Du Heilige. Das sind jetzt Rückblicke aus Teil 7, ne? Ich
Ich bin anders als Sephiroth. Ja, klar, klar. Ja. Absolut. Das wissen wir. Cloud. Gehen wir. Oh, Scheiße. Was passiert hier? Der Korridor der Abbilder. Was ist hier nur los? Stiege der Wiedergeburt. Mogri-Medaille. Ach warte, er hieß doch schon immer Red 13, oder? Wir haben nur das gesehen, wo sie das mit ihm gemacht haben. Bin ich doof. Ist das eine Kiste? Okay. Wer kann denn... Achso. Was? Das Spiel ist aus. Sturmwarnung! Sturmwarnung. Das war's dann. Das war's dann. Ziemlich schwach. Erledigt. So, wir sammeln die Steinchen hier nochmal ein. Puh. Wieder ein Mondstein. Wir können wieder Pipi entwickeln. Juhu. Oder Pummeluff. Fumashurigen. '77, '77, '79, '79. Alles klar. Wollen wir gar nicht weiter reden. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang, oder? Okay, da wartet was Großes. Okay, wir gehen erstmal in den Raum da hinten. Weil von da kann man dann auch nicht weiter, ne? Nee. Okay. Vielleicht sollte ich mich kurz heilen. Jetzt
Jawohl. Erledigt. Zetra-Armschutz. Talisman der Zetra. Oh. Okay, das macht nichts runter. Und sogar noch stärker. Okay. Gut, wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Bank. Wenn ich das so sagen darf. Oben war eine, ne? Glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Okay. Gut, dann laufen wir halt wieder runter. Und jetzt nicht in der besten Verfassung gegen so ein fettes Vieh zu kämpfen, was da scheinbar auf uns wartet. Aber wir sind jetzt auch noch nicht so tot, dass wir nichts mehr machen können. So, wir stellen uns den Dicken da drinnen gleich. Vorher machen wir nochmal einen Cut. Oh, es bleibt spannend. Freunde, ich würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf und wenn du Bock hast, sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.